Die Gefahr bei dem Die ist, dass wir zu sehr elastisch werden. No time to die. Die. Ja? Wie singe ich diese hohe Note bei No Time to Die? Das zeige ich euch heute und lass uns direkt loslegen. Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanjalevyvocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanjalevyvocalstudio.com. Wir gehen jetzt mal in den tiefen Part Was I Stupid to Love You? Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else? Und was wir jetzt hier haben, ist auf einer ganz beklemmten Tonlage Sprechgesang. Also da ist jetzt noch nicht so viel Gesang im Sinne von lange Melodien, lange Noten. Es ist nicht so viel verbunden, sondern wir haben hier erstmal nur es gesprochen, ja? Was I stupid to love you? Und wenn du natürlich da tief kommst wie ich, ist klasse, kannst du richtig schön mal diese Akzente rausholen. Wenn du es nicht schaffst, gibt es jetzt mal so einen kleinen Trick. Was ihr also machen könnt, ist, dass ihr den Kehlkopf so ein bisschen senkt. Nicht ganz so tief, das ist jetzt schon wieder viel zu tief. Wir wollen nur die Nuance bekommen, ja? Und deswegen wollen wir mal den Kehlkopf minus 1 senken, ja? Wir gehen mal in die Note davor. Where my life is far away from fear. Da habt ihr schon den Ansatz fair. Was I stupid to love you? Wenn ihr euch also am Ton vorher orientiert, der ist ein Tick tiefer als das C. Fair. Orientiert euch dran, ist ein bisschen höher, aber der Kehlkopf ist ein bisschen tiefer. Was I? So, und ich habe jetzt ganz viel Luft, die ich jetzt benutze. Weil wenn es schon zu tief für mich ist, gibt es einen ganz schnellen Trick. Und zwar, dass man das Ganze ein bisschen luftig machen kann. Ja, weil dann hat man nicht so viel Ton mit dabei, sondern eben viel mehr Luftakzente. Weil ansonsten müsstest du ja trainieren, in dieses Register zu gehen. Und da, ne, dafür haben wir jetzt in dem Tutorial aber nicht die Zeit. Ja, das heißt, wir machen mal so einen schnellen Trick, der so ein bisschen luftig ist. Was I stupid to love you? Was I? Und da habe ich sogar ein bisschen Vocal Fry mit dabei. Nochmal, der Ton davor. Luft holen. Was I stupid to love you? Was I reckless? Was I reckless to hell? Was it obvious to everybody else? Und da fängt das Singen eigentlich an. Also da geht es jetzt eigentlich erst los mit dem Singen. Und ihr merkt also, das ist so ein bisschen wie die Tonleiter hochklettern, ne? Ich sag immer die Treppe hochklettern. Wir fangen ein bisschen tiefer an, dann immer noch tief und dann geht's schon, was it obvious? Da wird schon mehr ausgesungen. Was it obvious to everybody else? Und das singt sie selber auch in einem Strang durch, ne? Das heißt, du hast so einen Mix zwischen ein bisschen Sprechgesang, ein bisschen gehaucht, du kannst auch und dann die Note mit dem Vocal Fry starten. Ich mach mal einmal vor. Was I reckless? Das bei reckless wäre eine gute Möglichkeit. Was I reckless? Und da habe ich ein bisschen Vocal Fry, ein bisschen Luft. Reckless? Was I reckless to help? Bei dem Chorus hast du auch zwei Möglichkeiten. Das heißt, du kannst es erstmal ganz entspannt mit Kopfstimme singen, ja? Das kannst du machen. Dräng dich nicht dazu, etwas in Bruststimme zu singen, wo du Schwierigkeiten hast. Mach es nicht. Ja? Nur weil es cool ist und weil es gut klingt. Ich weiß, aber mach es lieber gesund, dafür die Töne richtig, ne? That I'd fallen. That I'd fallen for a lie. Kannst du soft machen, jetzt einmal mal in Kopfstimme. That I'd fallen for a lie. Mal in Brust, ein bisschen mehr Power. That I'd fallen for a lie. Und bei dem lie bin ich auch offen. Ich gehe da nicht in lie. Ich gehe da lie. Ja, so wie das A in lie. Wir singen nicht die Sachen, wie wir sie sprechen. Gern dieselbe Anmerkung wie immer. Lie. Dasselbe mit you were never a
bei dem Side. Da hast du ein tolles A und sie macht da auch einen Riff. Side, Side. Da auch wieder. Versuch mal. Auch das ist ein Mini-Trick. Ne? Normalerweise muss die Kraft von hier kommen, aber egal, gut. Weil Tutorial und YouTube und so, ne? Kinnlade runter, das A. Versuch nicht auf Side zu gehen, weil sonst verkrampfst du dich hier und dann tut es hier weh und dann fängst du an zu drücken und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht Side, Side. So dieses Pushen auf I. Nein, das ist der falsche Vokal. Wir machen da den Ton auf A. Side, Side. Ja? Ja, was wir hier natürlich haben, ist einen tollen Stimmansatz mit dem D, B, D, G sind klasse Stimmansätze für diese Belting-Töne, für diese High Notes. Du hast ein tolles D. Viel schlimmer wäre es, wenn du dann P, F, Z, K, S, weißt du, solche Zischlaute, wo da kein Ton entsteht. Das heißt, du hast hier einen tollen Stimmansatz mit dem D. Und auch hier gilt wieder die Regel, dass du das, dass wieder die Kinnlade runterfällt. Das ist die. Du hast nicht die. Du hast das die. No time to die. Und du hast ein Bend, ja? Ich weiß nicht, ich kenne den deutschen Namen nicht von so einem Bend, aber es ist wie so ein Wasserfall praktisch. No time to die. Und wie immer auch hier die Phrase bis zum Schluss aussingen. Nicht vorzeitig in einen anderen Vokal wechseln. No time to die. Klar, könntest du auch machen. Und versuch es mal erstmal nur mit einem offenen Vokal und dann kannst du es ja immer noch mit die machen, ja? Die Gefahr bei dem die ist, dass wir zu sehr i-lastig werden. No time to die. Die. Ja? So, hier einmal ganz kurz, so wie ich das singe, im Stehen. Was wir mit dem Nee, Nee, Nee haben, ist erstmal eine tolle Einstellung. Nee, 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 nee. Wir haben das N, was erstmal klasse ist. Wir brauchen diese Nasal Resonator. Dann haben wir auch Twang mit dazu, ne? Wir haben die richtige Stabilität, die wir brauchen. Also das NNG ist eine universelle Klasseübung, ja? Schau doch mal rein in dem Video mit meiner Schülerin, wie wir da zusammen Speechless singen. Da gibt es auch Singen auf NG. Ich singe immer im Stehen, weil ich dort einfach einen guten Atemfluss habe, weil ich dort einfach meine Muskeln super moderat gut einsetzen kann. Und für mich ist im Sitzen singen schon immer unbequem gewesen. Muss ich sagen, ich kann auch nicht richtig atmen, habe ich das Gefühl, wenn ich sitze. Ich weiß, bei anderen klappt es gut, bei mir klappt es zum Beispiel nicht. Und ich hole mir einfach bessere Stabilität aus dem Stehen. Kleines, kurzes Tutorial mit ein paar Anmerkungen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß gehabt. Schaut doch mal jetzt in die anderen Tutorials rein. Und zwar, wie singe ich dort Billie Eilish? Und meine Schülerin versucht sich an Speechless. Ich sehe euch im nächsten Video.